Und damit willkommen zurück hier bei Let's Play Pineview Drive. Wir sind bei Tag 7 und ich habe mir das ganze Videomaterial nochmal angeguckt. Es wurde an keiner Silbe erwähnt. Es wurde in keiner Silbe erwähnt, mit welcher Taste man die Taschenlampe nachfüllen kann. Nachfüllen. Ich sag immer noch nachfüllen, obwohl es eigentlich so Batterien wechseln, you know. Stand immer noch nirgendwo, ich habe keine Ahnung. Wir werden es vielleicht irgendwie, also ich werde einfach wieder alle möglichen Tasten drücken und dann werden wir es sehen. Aber was ich gesehen habe, war, dass am Anfang gesagt wurde, dass es keiner geschafft hat, hier länger als 30 Tage zu überleben. Ich würde sagen, Challenge accepted. Wir haben jetzt schon ungefähr ein Viertel geschafft. Und ja. Kann ja nur interessant werden. Die Tür ist verschlossen. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt wieder ganz normal ins Haus, wie die letzten Nächte auch, und schauen uns da wieder um. Allerdings glaube ich, dass es jetzt so langsam in das nächtliche draußen abdriften wird, dass wir jetzt auch nachts draußen rumlaufen werden. Das hat ja schon so leicht jetzt beim letzten Mal angefangen. Und ich denke, jetzt wird es weitergehen. Wir haben aber nur noch einen Schlüssel, der übrig ist. Ich warte auch, glaube ich, einfach mal wieder, bis es draußen komplett dunkel ist. Was hier irgendwie so im Sekundentakt passiert. Ja, ich weiß nicht, können wir wohl schon anfangen? Hier haben wir eine Uhr. Okay, es ist jetzt 9 Uhr. Es ist draußen jetzt dunkel. So ziemlich gut. Es ist wohl irgendwie so Sommer oder so. Oh, Telefon, Telefon. Hallo? Hallo? Oder war das die Türklingel? Hallo? Sieht nicht so aus. Lag da was? Nein. Mann, dass die Taschenlampe schon wieder so Trouble macht, fuckt mich ehrlich gesagt. Ist das Telefon hier drin? Moment. Ist hier ein Telefon? Es hat irgendwas geringt. Stimmt, wir haben ein paar neue Räume freigeschaltet. Das Klingeln war lauter. Das Klingeln ist hier drin, oder? Ist hier irgendwo ein Telefon? Hallo? Es kommt mir so vor, als wäre es hier, aber ich habe keine Ahnung. Boah, keine Ahnung, von wo das kommt. Ich weiß nicht, wo ist es denn? Vielleicht doch irgendwie weiter hier. Zieh das Licht an? Nein. Hier ist auch ein Telefon. Hallo? Boah, keine Ahnung. Ist es dieser Raum? Oder klingeln einfach jetzt alle Telefone wild durcheinander? Ich kann hier auf jeden Fall nichts machen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter. Ich hätte jetzt ansonsten sehr gerne telefoniert. So ist es jetzt nicht. Haben wir hier auch ein Telefon? Weil langsam nervt mich dieses Geklingel, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, es geht mir ein bisschen auf die Nerven. So, hier könnten wir uns noch drin umschauen und ansonsten müssten wir nach oben gehen. War hier zufällig auch irgendwo ein Telefon? Nee. Es ist jetzt übrigens schon der zweite Aufnahmetag, unglaublich. Hier ist auch ein Telefon, hallo? Ich weiß nicht.
check's nicht so ganz. Wir gehen einfach erstmal nach oben. Wir können auch einmal kurz vor die Tür gucken. Hallo? Wohl eher nicht. Okay, wir gehen nach oben. Hallo? Hallo? Wir haben noch 5 Ersatzbatterien. Die Tür müsste noch zu sein, genau. Okay. Der neue Schlüssel hat auch noch nirgendwo reingepasst. Hier oben höre ich auch gerade kein Telefon klingeln. Wir gehen einfach erstmal ganz normal weiter, würde ich vorschlagen. Hier höre ich wieder Telefon klingeln. Muss ich irgendwie an alle Telefone einmal dran gehen oder so? Ansonsten könnten wir jetzt auch einmal kurz gucken. Drücke gerade alle Tasten. Boah, keine Ahnung, mit welchem Knopf ich das gemacht habe. Ah, mit R, glaube ich. Okay. Gut, hier hat sich nichts verändert. Dann gehen wir jetzt hier rein. So. Hier haben wir auch ein Telefon. Allerdings klingelt das nicht. Ich glaube, langsam wird es echt ein bisschen schwieriger zu checken, was man überhaupt von uns will. Hier haben wir auch wieder ein Telefon. Batterien könnten wir mal einstecken. Hier ist noch zu. Hier haben wir jetzt wieder kein Telefon klingeln. Allerdings, hier ist auch gerade keins, wenn ich das richtig sehe. Und mit Batterien sollten wir langsam eigentlich auch genügend ausgestattet sein. So. Hier haben wir auch kein Telefon, allerdings Batterien. Ja, was Batterien angeht, sind wir im Moment wieder ganz okay unterwegs, denke ich. Hier habe ich gerade wieder Telefonklingeln gehört. Aber hier ist ja sowieso nicht mehr gewesen. Gut. Ich würde sagen, wir gehen wieder nach unten und versuchen irgendwie das Ganze zu identifizieren, wo es herkommt. Geh mal auf. Ich weiß auch nicht, ob die Zeit jetzt schon abgelaufen ist. Haben wir schon? Ja, wir haben schon 5 Uhr, glaube ich. Naja, wenigstens fast. Puh, diese Nacht wird lustig. Ist so die erste Nacht, wo ich nicht checke, was überhaupt zu tun ist. Okay, Moment. Ich setze mir mal eben kurz die Kopfhörer richtig auf. Okay, es kommt von hier. Ich höre es hier drin oder so. Moment, wir gehen mal nach unten. Hier höre ich gerade nichts. Hier ist es sehr laut. Ah, okay. 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 Gut, jetzt müssen wir halt natürlich gucken, wo der Schlüssel natürlich reinpasst. Hier waren, glaube ich, keine Räume mehr. Hier unten allgemein war nur noch der Raum und der da hinten. Nein, der ist auch schon... Der ist auch schon offen. Also könnten wir jetzt hier nach dem nächsten Teil gucken. Weil der wird uns irgendwann was tun. Oh. Lol. Oh, wir haben es 5 Uhr. Oh. Ein neuer Raum. Geh mal an hier.
Oh. Hi. Hier haben wir eine neue. Jetzt haben wir gar keine Schlüssel mehr. Unglaublich. Und hier ist der nächste Brief. Moment, ich lasse mich wieder nicht so leicht fangen. Nee, brauchen wir gerade sowieso nicht. Seit heute kreisen ständig Krähen über dem Haus. Teilweise ist es draußen kaum auszuhalten, wegen dem Lärm, den sie machen. Ich finde es immer interessant, wieso diese Absatzschuhe da so rumklingen. Jetzt haben wir es Tag 8. Also jetzt sind wir offiziell über ein Viertel hin. Ja, ungefähr hin. Ja doch, wir sind drüber hinüber. Ja doch. Ja. Ich würde eigentlich dieses Mal gar nicht erst großartig rausgehen, weil wir eh keinen Schlüssel für draußen haben. Wir warten einfach direkt ab, was uns als nächstes erwartet. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder alle Räume durch. Wie immer. Draußen wird es jetzt nicht so interessant. Boah, jedes Mal. Der ist da halt mit Absicht hingesetzt worden, ne? Man sich jedes Mal so denkt, what the fuck? Hier ist nichts Neues. Batterien brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Okay, hier ist auch nur eine Tür. Das muss ich mir auch wieder merken. Die ist verschlossen. Also haben wir jetzt unten noch zwei verschlossene Türen. Ohne Witz, der Typ ist so penetrant nervig. Und hier, die haben wir auch geöffnet. Okay, ist hier irgendwas Neues? Batterien, da liegt einfach so ein Steak auf dem Schrank. Da denke ich mir auch so jedes Mal, what the fuck, wieso tut man sowas? Okay, da ist nichts Neues. Da liegen auch wieder Batterien im Fischkorb. Die möchte ich eigentlich nicht mehr benutzen, wenn ich ehrlich bin. Das sind, glaube ich, Fische, oder? Sieht irgendwie so aus. Das Licht ist wieder ausgegangen. Ist das Licht hier an? Ja, jetzt. Wahrscheinlich, weil wir noch im Hellen angefangen haben. Gut, schauen wir uns hier natürlich auch wieder um. Boah, da war wieder dieses elektronische Geräusch, was mir die ganze Zeit so mega auf die Nerven geht. Keine Ahnung, ob wir je herausfinden werden, woher es kommt. So. Ich muss sagen, ich bin heute auch wieder deutlich offener für alles als gestern, weil ich gestern einfach schon des Todes müde war. Heute ist es okay. Ich weiß nicht, ich habe wieder richtig Bock. Ich habe mich auch eben so richtig auf die Aufnahme gefreut. So. Stand da jemand? Oder ist das wieder nur eine Figur? Das ist nur eine Figur, oder? Oh-oh. 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 Der Strom ist ausgefallen. Überall oder nur in diesem Raum? Überall. Und wie soll ich jetzt was Neues finden? Verstehe ich nicht. Ich kann doch nicht die ganze Zeit mit Taschenlampen rumlaufen. Lol. Hallo? Aber diese Figuren im Garten, die machen mich echt so ein bisschen fertig, ne? Die kommen immer so unerwartet. Was wir aber machen könnten, wir könnten eine Kerze anzünden. Hier, so. Nichts Neues. Ich weiß nicht, ob von mir irgendwie verlangt wird, dass ich nach draußen zu dieser Sturm-Dings gehe. Keine Ahnung. Wir laufen einfach mal wieder erstmal durchs Haus und wenn wir dann nichts finden, gehen wir vielleicht mal nach draußen. Der Strom ist noch nicht wieder da. Es könnte echt sein, dass es daran liegt. Und dass jetzt von uns verlangt wird, dass wir nach draußen gehen. Traue ich den Spielemachern mittlerweile durchaus zu, obwohl mich das eigentlich jetzt nicht allzu sehr juckt, nach draußen zu gehen. Also ich weiß nicht, ich bin gerade relativ gut gelaunt. Also wir gehen erstmal wieder hier hin, wie immer.
Ich gehe aber im Moment stark davon aus, dass ich nach draußen gehen muss. Es wäre halt irgendwie fair gewesen, wenn man uns so ein bisschen darauf vorbereitet. Irgendwie erstmal eine Folge im Haus mit wenig Licht und dann auf einmal keins oder so. Aber ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall dann, denke ich mal, neue Batterien reinpacken, bevor wir ganz rausgehen. Und wir dann nur noch den begehbaren Kleiderschrank. Gut, ich denke, wir müssen rausgehen, um zu gucken, was mit dem Strom los ist. Vielleicht ist auch das so das, was uns das Spiel gerade sagen will. Draußen war auf jeden Fall immer eine Stromleitung. So. Mach mal auf hier. Ja, jetzt wird's natürlich lustig. Es ist halt echt ganz gut. Es passen, wenn man sich so ein bisschen geistig verwirrt anstellt, immer so zwei Tage in eine Folge rein. Das ist ganz gut. Frag mich allgemein, warum er oder sie, naja, eher, ne? Es ist ja ein Typ, mit dem wir spielen, warum der sich so challengen will, hier so lange zu bleiben. Sehe ich voll keinen Grund drin. So, hier haben wir die Stromleitung. Sieht doch alles gut aus. Also ich verstehe bisher noch nicht so ganz, was das Problem ist. Ich werde hier jetzt nicht die ganze Nacht in der Dunkelheit suchen, also das könnte da knicken. Es ist verschlossen. Die können wir schon mal mitnehmen. Hier ist halt auch nichts offen. Und da führt ja die Stromleitung hin. Oder ist das Kabel da gerissen? Sieht so ein bisschen durchgerissen aus. Es könnte gerissen sein, aber was soll ich da jetzt machen? Wenn hier jetzt irgendwie so ein Schlüssel dranhängen würde oder so, wäre das ganz nett. Würde mich freuen. Ich habe halt bestimmt irgendwas übersehen. Aus dem Korridor zum Fernsehzimmer gehört. Okay. Immerhin haben wir jetzt schon mal einen Hinweis. Eine Katze in dem Korridor zum Fernsehzimmer. Okay. Schauen wir uns an. Immerhin gibt es halt irgendwann diese Hinweise. Das ist schon mal echt praktisch. So. Das Fernsehzimmer, das haben wir hier. Hier soll eine Katze sein. Oh, da ist wirklich eine Katze. Lol. Und nun? Sie uns wenigstens... Oh, sie hat uns einen Schlüssel hinterlassen. Wow. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Wo sind hier noch verschlossene Räume? Hier. Hier war nichts mehr. Hier waren, hatten wir beide aufgemacht. Richtig? Ja. Ich muss hier noch kurz durch. So. Eine Katze. Okay. Habe ich gar nicht gesehen. So, hier war noch zu, ist zu. Okay. Alright. Mehr geschlossene Räume gibt es hier nicht mehr unten. Dann müssen wir jetzt nach oben gehen. Dann haben wir einmal hier jetzt noch halt den hier. Ah, okay. Hallo. Hier geht es auch wieder nach oben und wir haben immer noch keinen Strom. Verschlossene Tür. Verschlossene Tür. Kaputter Lichtschalter. Geöffnete Tür. Ja, gehen wir einfach mal rein. Streichhölzer, ich nehme jetzt noch keine mit. Oh, ein Schlüssel. Tür ist verschlossen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo dieser Schlüssel genau rein soll. Wir müssen wieder alles durchprobieren. Hier ist zu. Ah, okay. Da war wieder eine Katze. Oh, und wieder ein neuer Schlüssel. Wow.
Das Bad ist schon mal ganz interessant. Jetzt muss ich hier nochmal gucken. Die Tür ist zu. Da waren wir drin, da gab es nichts mehr. Right? Oh, doch, hier ist noch ein Dings. Hätte ich jetzt fast vergessen. Das wird aber auch langsam groß hier. Na komm, machen wir hier mal eine Kerze an. Fürs Wohlbefinden. Da geht's noch weiter hoch. Irgendwann ist es aber auch mal gut. Boah, wie viele Zimmer hier wieder sind. Okay, immerhin hat es direkt beim ersten Mal geklappt. Da liegt ein neuer Brief. Okay, und hier ist wieder ein Schlüssel. Die alte Clownpuppe macht Linda von Tag zu Tag mehr Angst. Sie traut sich kaum noch an ihr vorbeizugehen. Okay, same. Gut, ich würde aber sagen, an der Stelle setzen wir dann aber einen Cut. Ich muss gerade mal gucken, wie der Timer jetzt ist. Moment. So. So, bei 21 Minuten 30 ungefähr. Deshalb würde ich sagen, wir setzen an der Stelle einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was uns hier noch so erwartet. Bis dahin.